Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Da Schau Hi. Ich habe ein sogenanntes Abonnement gebucht. Und zwar, Timo Boll ist in der Stadt. Timo, grüß dich. Wir hatten ja schon mal die Ehre bei einer Thomas-Challenge und ja, jetzt freue ich mich riesig, dass wir uns selbst mal duellieren können, beziehungsweise du mir und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern was zeigen kannst an der Platte. Wir wünschen dir vorweg schon mal viel Erfolg für die Europameisterschaften und alles Weitere in diesem Jahr. Dankeschön. Und jetzt werden wir ein bisschen Spaß haben. Na? Liken und abonnieren nicht vergessen, vor allem, wenn ich die Challenge meistere. Ja, lieber Timo, was hättest du denn für eine interessante Aufgabe für mich? Auf was hast du Lust? Hast du vielleicht also grundsätzlich kommt mein Spiel über die Angabe. Okay, über deine eigene? Über meine eigene. Das heißt, ich versuche den Ballwechsel schnell zu beenden. Das heißt, dein Rückschlag ist nicht so gut, dann machen wir die Challenge. Ich mache 10 Aufschläge. Ja, das ist mit Sicherheit auch für alle da draußen super interessant, weil so ein Schnittaufschlag, der hat ja schon seine Tücken. Also ich wäre gespannt, ich würde mich freuen, wenn du mir mal ein paar hinservierst. Was traust du dir zu? Wie viel spielst du zurück auf den Tisch? Von 10, ich sag mal, ich 3 will ich schaffen. Wenn ich 3 schaffe, dann muss der Timo 2-mal um die Platte laufen. Wenn ich keine 3 schaffe, dann gibt es 10 Liegestütze von mir. Ja, jetzt streng er sich an. Also ohne Probe sozusagen, ja, geht gleich los. Stopp! Eine Frage. Das ist ja der Schläger vom Timo. Also vielen Dank erstmal dafür. Ist eine Sonderanfertigung, wie man sehen kann, selbst kreiert. Welche Seite würdest du mir empfehlen? Egal. Wenn du mit Schwarz servierst, Schwarz gegenschneiden oder? Du bist der Rechtshänder. Ich würde Rot auf Vorhand nehmen. Okay. Weil? Damit du mir den nicht hier kaputt hackst auf der Tischplatte. Ja, gut. Weil hier auf der Seite ist ein bisschen Schutz. Ja, mal den Hackeschutz. Ja, alles klar. Gut. Jetzt bin ich soweit. Okay. Mein Gott! Gar nicht so schlecht gelesen. Den Seitschnitt habe ich gut gesehen, aber. Unterschätzt. Oh Gott im Himmel, du! Ja, aber der hat mir auch gesagt, den roten. Weil der ist unmöglich mit Rot. Ich steige auf Schwarz um. Nein! Jetzt gehen wir ins Risiko. 0 von 3. Jetzt habe ich eine Riesenchance verpasst. Es ist spannend bis zum Schluss. Es ist spannend bis zum Schluss. Wir sind hier Reality-TV. Reality-TV. Nichts Gestelltes. Da sind wir doch. Liebe Grüße an die Regie. Es wird langsam spannend. Da ist er doch, der Schnippler. 6-2. Einen muss ich bringen. Mein Gott. Das war ein Ass, das zählt doppelt. Ja, ich muss das Dach zumachen. Das Dach zumachen habe ich noch nie gehört. Hat er noch nie gehört. Ist seit 30 Jahren oder länger im Tischtennis und hat diesen Fachbegriff noch nie gehört. Da frage ich mich doch, wie kann sich dieser Mann an der Weltspitze halten? Jetzt haben wir natürlich den letzten. Jetzt zählt's. Laufen oder stützen. Netzaufschlag. Ja, er hat natürlich recht, war Netzaufschlag. Ja. Nein! Da gehe ich zu viel Risiko. Da muss ich pumpen. Ja, mein Problem wäre halt jetzt im wirklichen Spiel, es würde jetzt 8-2 für ihn stehen. Das ist ja natürlich blöd. Worum geht es bei der Angabe an sich für euch Profis? Natürlich, bei uns ist eigentlich, dass der Gegner nicht gleich voll attackieren kann, oder? Genau. Wer hat einen Vorteil? So Aufschläge wie gegen dich mache ich eigentlich im richtigen Spiel gar nicht.
Ich probiere eigentlich eher kurz zu servieren, ja, okay, damit der Gegner nicht sofort ja, Topspin okay spielen kann. Und hofft, dass er ihn nicht perfekt liest, dass er dann irgendwie 2 Zentimeter zu lang spielt oder ja ein bisschen zu hoch. Wer hat bei euch einen Vorteil? Der Aufschläger oder der den Ja, es gibt schon Rückschlagspezialisten. Okay. Also die gehen schon volle Attacke. Ich sag mal, beim Tennis sagt man ja schon, dass der einen Aufschlag hat, einen Vorteil ja hat. Ja, es ist schon, normalerweise hat man schon einen Vorteil. Als Aufschläger, okay, weil man das Spiel so ein bisschen diktieren genau kann. Genau, man weiß so, man spielt den Aufschlag, normalerweise kann man dann bestimmte Sachen ausschließen. Stimmt, kannst den schon mal auf die schwächere Seite bringen, oder? Genau. Kannst du mir einen Aufschlag, wo du denkst, den könnte ich jetzt auf die Schnelle vielleicht erlernen? Also als Kind habe ich immer gerne den hier gemacht. Ja. Schön immer mit Zeitschnitt. Ja, gut, den kann ich schon. Wobei, wir könnten eine Gegen-Challenge machen. Jetzt packe ich mein ganzes Repertoire aus. Und Timo muss die Dinger zurückbringen. Also zurückbringen wird er sie mit einer Leichtigkeit. Na, viel Aufschlag. Ja, come on, aber der macht sich schon bereit. Liebe Freunde da draußen, Tischtennis ist ein geiler Sport. Ich komme richtig hier ins Schwitzen. Ich bin eher ein Mann für 2 Meter hinter der Platte, haben wir gelernt. Ja, schön, mit viel Kraft ziehen. Oh, ich bin ja richtig kaputt jetzt. Also vielen Dank, Timo, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, an deiner Kunst so ein bisschen was zu lernen. Drückt den Tischtennisspielerinnen und Spielern die Daumen. Danke. Und Timo, dir auch viel Erfolg für die nächsten Steps. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Ligaspiele. Dir natürlich auch. Ja, das können wir immer gebrauchen. Also ich hoffe, die Helmkamera runter. Daumen drücken, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis bald. Ciao.